Jo, Damen und Herren, herzlich willkommen zu Almost My Floor. Dann würde ich sagen, lass mal anfangen, ne? Criminals often try to justify themselves with ghosts, demons and other occult things. I never believed that stuff. I didn't believe it this time either. Also Kriminelle versuchen oftmals damit zu gesehen durchzukommen, indem sie sagen, da sind Geister dran schuld, Dämonen oder okkulte Sachen oder so. Oder sie haben halt damit zu tun. Ich habe dieses Zeug niemals geglaubt. Und ich glaube es dieses Mal auch nicht. Bis zum Ende. Prolog. Einer dieser Tage. He wouldn't believe me anyway. I'll tell you everything, officer. There's nothing left for me anyway. It all started on a normal, boring day. It's difficult to say. Hey, Junge, du solltest besser anfangen zu gestehen. Ah, er würde mir sowieso nicht glauben. Ich werde Ihnen alles sagen, Officer. Es gibt sowieso nichts mehr für mich. Es begann alles an einem normalen Tag, an einem langweiligen Tag. Es ist schwierig zu sagen. I'm so sick of it. Ich bin es sowas von leid. Einer am Booty shaken, der kratzt sich irgendwo. Endlich zu Hause. Okay, dann gehen wir mal. Ein letzter Atemzug frische Luft. Okay, damit bewegen, damit rennen. Durch die Gegend gucken, reden, bla bla bla, alles klar. Dieser Eimer steht ja schon für eine ganze Ewigkeit. Okay, was haben wir? Also sie sind dieses Board da, schon seit Ewigkeiten da. Man kann erkennen, wie lange es schon ist bei den ganzen Schichten von Papier, die nacheinander da drauf getan wurden. Also drauf gepinnt, drauf geklebt. Keine Ahnung, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Gucken wir hier mal. Ich guck das mal eben schnell durch. Das wird eh niemand bemerken. Aha, ein paar Rechnungen und eine Zeitschrift über Elektronik. Warte mal, die Zeitschrift, die ist für Marsha. Die kann das nicht lesen. Auf gut Deutsch übersicht, die kann das nicht lesen, aber ich... Eigentlich heißt es so. Ich glaube nicht wirklich, dass sie sowas liest. Ich check das mal eben, das wird sowieso keiner bemerken. Alles klar, also. Ein paar Zeitschriften über Games. Haben wir hier. Ich glaube. Gute Nachtschlaf. Es gibt so viele Sachen im Englischen, die es im Deutschen gar nicht gibt. Ich brauche mal wieder einen guten Nachtschlaf. Im Deutschen würde man wahrscheinlich sagen, eine Tüte voll Schlaf oder so.
reden wir mal mit dir. Hi Marsha, are you waiting for me? Hey Marsha, wartest du auf mich? Liest du immer noch dieses Anmachsprüche für Idiotenbuch? Es wird langsam nervig. Sorry, I couldn't resist what you're doing here. Entschuldigung, tut mir leid, ich konnte einfach nicht widerstehen. I'd like to grab dinner together maybe. Würdest du vielleicht zusammen mit mir essen gehen? Ich habe eine Elektrikerzeitschrift bei dir in der Post gefunden. Ich wusste gar nicht, dass du dich für solches Zeug interessierst. Ich warte hier auf einen Freund. Nichts, was dich wirklich angeht. So gerne mit mir ein Dinner. Okay. Dachtest du nicht, du würdest die Kunst des Bullshits hier irgendwo finden? Ich habe dich niemals für eine Bullshit-Künstlerin gehalten. Okay, der Aufzug geht wohl nicht auf. Dann müssen wir den wohl öffnen. Okay, geht nicht auf. Also beim Nachbarn nach einer, ich wollte gerade Kneifzange, Brechstange fragen. Ah, eine Spinne. Das war dieses weibische Geschrei. Hast du etwa Angst vor Spinnen? Nicht sich fast diese riesige, eklige Spinne an. Kill die Spinne. In einen Becher fangen. Okay, das hat wahrscheinlich unterschiedliche Auswirkungen. Also, töten wir nicht so gut, also in einen Becher fangen. Das ist richtig. Gewalt ist niemals die Lösung. Es wird immer einen besseren Weg geben. Ja. Geh mir nie auf der Eier. Der Bohrer ist zu laut. Ich würde mich nicht mal hören, selbst wenn ich für Stunden gegen die Elektrizität ausschalten. Mich auf ein Elektriker irgendwo in der Nähe. Das weißt du ganz genau, warum fragst du so eine Scheiße? Marsha, du siehst heute absolut unglaublich gut aus. Es tut mir leid, dass ich das niemals realisiert habe, wie klug und süß du eigentlich bist. Offensichtlich willst du irgendwas von mir, also lass mal hören. Ich bräuchte irgendwie so deine Hilfe. Weißt du irgendwas über Elektrizität? Das weißt du doch selber, du hast es doch gerade eben von hier gehört. Sag mal, bist du geistig behindert? Du hast es gerade eben schon von ihr gehört, dass sie sich dafür interessiert, deswegen ist es ja auch in ihrer Post und so. Warum fragst du denn sowas? Das war doch vor nur nicht mal 2 Minuten. Also das ist echt ein bisschen dumm, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Weißt du vielleicht 1, 2 Sachen über Elektrizität? Ich muss ein paar Sachen ausmachen beim Nachbarn. Ist immer noch mit den nervigen Renovierungen beschäftigt. Ich müsste ihn nach etwas fragen. Du bist meine einzigste Hoffnung. Von allen Menschen dieser Welt, warum sollte ich dir helfen? Du mit deinen nervigen Anmachsprüchen. Ich werde damit aufhören. Ich schwöre es. Also ich verspreche es.
Okay, nimm das und verpiss dich. Okay. Gelb ergibt grün. Blau und rot ergibt lila. Dann gelb und rot. Gibt Orange. Blau einfach da rein. Rot einfach da rein. Jetzt bräuchten wir aber noch Gelb. Das einzigste Gelb ist da. Okay, dann tun wir Gelb da rein. Warte mal. Gelb. Und. Oh, zensiert. Alles klar, klopfen wir mal. Jetzt kriegen wir dann die. Oder klingeln von mir aus. Ey, Nachbar. Der Elevator. Genau, der Elevator. Der. Fahrstuhl steckt schon wieder fest. Könntest du mir eventuell eine Brechstange leihen? Warum zensiert? Gehst du mir auf die Nerven, Junge. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Nimm es und verpiss dich. Warum zensiert? Sag ich auch immer. Wie mach ich das? Nee, so. Ah, okay. Dann fahren wir mal hoch. Wap, wap. Wap, wap. 10 Minuten später, in welcher Etage, verfluchter mal, wohnst du? Der vierte Song ist schon zu Ende. Nach dem ersten hätte ich mich schon gewundert, selbst wenn es ein 3-Minuten-Song nur wäre. In welcher Etage wohnst du? 1650? Wait, what's going on? I should be on my floor already. Hey, was geht hier vor? Ich sollte eigentlich schon längst auf meiner Etage sein. No connection. Wait, I'm in the elevator. Damn. Keine Verbindung? Warte, ich bin noch im Aufzug. Verdammt. Genau, es ist alles genauso wie dieser Aufzug des Todes-Horrorfilm, den ich gesehen habe. Oder vielleicht gucke ich mir einfach zu viele Horrorfilme an. Da ist definitiv irgendetwas falsch hier. Lass mich hier raus. Alex, komm runter. Erinnere dich an den Aufzug des Todes-Film. Was hat der Protagonist getan. Ich erinnere mich, genau. Er hat einfach so lange auf alle Knöpfe gehauen, bis der Aufzug runtergefallen ist und er gestorben ist. Schlechte Idee. The Edge of Reality. So dunkel hier drin. Holy crap! Was zur Hölle ist das? Bin ich gestorben und in der Hölle? Okay, hier ist ein Schild. Ich glaube, das wirst du wohl irgendwie brauchen.
creepy holes, also creepy, creepy, creepy. Ja, ihr wisst, was creepy heißt. Also diese creepy Löcher. Gott sei Dank habe ich keine Trypophobia. Das ist so so eine bestimmte Angst so vor bestimmten Mustern, Löchern und sonst irgendwie was in der Richtung. Warum zur Hölle habe ich ein Schild, aber kein Schwert bekommen? Gib mir ein Schwert. Als hätten sie dich angreifen können, hätten sie jetzt garantiert schon 10 Sekunden gehabt, um dir alle Gliedmaßen rauszureißen. Was passiert hier? Was passiert hier? Ich will nicht festsetzen in einem Horrorfilm. Diese verdammten Augäpfel. Sie sind in meinem Kopf. Es ist, als würden sie mich beobachten. Geht verdammt nochmal weg. Das ist alles nur ein schlimmer Traum. Ich wette, ich bin einfach nur im Aufzug eingeschlafen. Der Aufzug wird in der 7. Etage anhalten und ich werde nach Hause. Hör mal, ich bin das auch am Übersetzen, wie schnell so, selbst wenn es alles nur auf Englisch lesen wäre, ist das trotzdem ziemlich schnell. Dieses Arschloch hat mich bei der Polizei verpfiffen, weißt du? Ich habe gehört, dass er Horror-Movies mag. Wie wär's mit einem richtigen, also Horror-Movie im richtigen Leben? Ja, Mann, da wird er sich in die Hose pissen. Ich bin mit dabei. Ich habe etwas in den Aufzug getan. Aber es ist von meinem Neffen. Diese flackernden Lichter dürften ganz schön scary, furchteinflößend wirken. Also ich habe da ein paar Kostüme. Mein Neffe ist so in Cosplay. Ich nehme dieses Zeug und wir verkleiden uns und wir werden dieses Arschloch ziemlich gut erschrecken. Ich glaube, es wird uns niemand erkennen. Vielleicht sollten wir Marsha mit dazu hören. Diese Schlampe? Hallo Jungs, redet ihr gerade über mich? Du siehst nicht besonders gut aus. Naja, besser als du. Naja, ich muss jetzt gehen. Da gibt es wichtigere Dinge zu tun, als mit euch zwei zu reden. Warte mal, sie besucht diesen verrückten Alex. Sieht ganz so aus. Das ist nur ein Streich von diesen zwei Vollidioten? War das nicht ein bisschen viel? Ich hörte Schreie und so. So wie in jedem Horror-Movie sollte ich am besten direkt dahin und alles nachchecken. Oh, mein Kopf! Okay. Das ist nur etwas Migräne. Nichts Unnormales. Okay. Hallo? Hallo, Alex. Du hast wohl etwas vergessen, dich unter Kontrolle zu halten. Du musst Puzzle lösen, Kreuzwörter und andere solche Sachen. Es wird auch helfen bei deiner Migräne. Hilft dabei, also lass dein Hirn arbeiten. Und natürlich nimm deine Pillen.
Ich warte auf deinen nächsten Besuch. Bis dann. Er hat mich überhaupt gar kein Wort reden lassen. Okay. Was haben wir denn hier? Was zur Hölle passiert hier? Nee, greift ihn nicht an, er hat mich eben gerettet. Ah, dadurch, dass ich die Spinne eben gerettet habe, haben nicht die Spinne sich gefressen oder sonst irgendwas? Spinnen wollten mich wohl essen. Ist hier sonst noch irgendetwas? Okay, wir haben Tape. Was haben wir da oben? Also. Ein Blumentopf da oben, aber da sind schon sehr viele Zigaretten drin und sonst irgendwie was. Also nichts wirklich Besonderes. Was gibt's noch? Okay, hier. Eine scharfe Speiche könnte man als Selbstverteidigung benutzen. Oder zum Angriff. Hey! Hey, warum fasst du mein Bike an? Ich sehe dich. Es geht um Nika und man hat sie wohl seit einer Woche nicht gesehen und sollte besser mal ihre Eltern rufen. Guten Abend, sind Sie Nikas Mom? Ich bin's, Alex. Ist Nika zufällig in der Nähe? Entschuldigung, nein. Mir schon seit knapp einer Woche nicht angerufen. Ist irgendetwas passiert? Alles ist okay. Ich kann nicht wirklich reden gerade. Also rufe ich sie später noch einmal an. Was passiert ihr? Sie hätte da sein können. Nicht müssen. Ich muss Nika anrufen. Komm schon, geh ans Telefon. Subscriber you dialed is temporarily not available. Please try again later. Ich glaube, das muss ich nicht übersetzen. Das dürfte eigentlich jeder kennen. Damn. Die Tür ist verschlossen. Ich wundere mich, was da passiert ist. Offensichtlich nichts Gutes. Marsha sieht merkwürdig aus. Hallo, Marsha. Weiß gar nicht, wie glücklich ich bin, dich zu sehen. Ist dir irgendwas Merkwürdiges aufgefallen? Merkwürdig? Alles sieht normal aus. Du warst doch auf deinen Freund, deine Freundin. Das kann beides heißen. Im Englischen. Du warst auf eine Person, in der ersten Etage warten. Aber jetzt? Sie wurde krank, und den Abend alleine zu verbringen ist irgendwie langweilig. Also dachte ich, dass ich zu dir komme wegen deiner Einladung zum Essen. Wie wär's mit deiner Wohnung? Meine ist zu unordentlich.
Es wäre eine Schande, das abzulehnen. Etwas richtig merkwürdige Scheiße ist mir passiert. Der Aufzug ist gefallen. Der ging nach oben. Wie fällst du denn nach oben? Bist du im Weltall? Das macht auch keinen Sinn. Da waren Augen überall. Monster. Du hast mir immer gesagt, ich soll mich verpissen. Woher kommt auf einmal dieser Sudden Change of Heart? Ach, wie heißt das jetzt im Deutschen? Gedankenwechsel? Also wenn jemand diese Meinungsänderung... wie heißt das jetzt nochmal im Deutschen? Ihr wisst, was ich meine, ja? Erstmal das mit den Monstern. Du bist nicht gefallen, er fuhr hoch. Ich denke, du bist einfach nur müde. Du musst dich etwas relaxen. Komm mit mir, ich massiere dir etwas den Rücken. Weißt du was? Eine Massage hört sich großartig an. Bist du dumm? Diese simplen Sachen gelten nicht als ihre Halluzinationen. Irgendetwas geht hier vor, etwas Merkwürdiges. Ich bin zu aufgebracht. Ich bin normalerweise nicht so. Ich muss darüber nachdenken. Ja. Du hast mir immer gesagt, ich soll mich verpissen. Was war auf einmal die Meinungsänderung? Lass das Vergangenheit sein. Es war falsch. Lass es mich wieder gut machen, dass ich so rüde dir gegenüber war. Also, ja. Es ist zu merkwürdig. So bin ich eigentlich nicht. Ich muss darüber nachdenken. Erste Regel von Horror-Movies, keine Massage. Ja, sonst kann ich Personen nämlich von hinten abstechen. Wer tut nur seinen Müll bitteschön in den Flur kippen? Ah, ja, genau, ich. Naja, wenigstens stinkt mein Müll nicht. Naja, meistenteils. Zu verkaufen. Ich wette, es ist nicht einfach, irgendwie eine Wohnung zu verkaufen in diesem Scheißloch. Die siebte Etage. Bin ich wirklich wieder zu Hause? Ich muss die Tür checken. Also etwas. Okay, also die darf dich also nicht sehen. Dann würde ich sagen, nimm mir das da. Kleben das da drüber. Dann kannst du dir hier die Speiche nehmen. Die haben wir jetzt. Vielleicht kannst du damit eine der Boxen öffnen. Was wir da so haben. Nope. Okay, kannst du nicht damit öffnen? Nope. Und das nope. Da? Nein, kann man auch nicht. Dann. Nope. 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 Nope.
genau da benutze, würde ich auch in Ohnmacht fallen. Okay. Lass mich mal kurz nachdenken. Also dieses Spray könnte Leute ausnocken, aber er kann nicht wirklich. Okay. Ich versuch mal was. Weißt du was, eine Massage wäre echt, echt super. Ich muss sie irgendwie dazu kriegen, dass sie als erstes da reingeht. Entspann dich, wir haben etwas hin und reden darüber. Ah, Ladies First. Marsha reingehen lassen, aber erstmal draußen warten. Vielleicht kontrollieren diese Monster-Marsha. Und irgendeins von denen benutzt Marshas Aussehen. Oder vielleicht werde ich einfach nur verrückt. Ich sollte mich umsehen, vielleicht finde ich noch irgendetwas, um mich zu verteidigen. Okay, das heißt, ich muss so gesehen... Ja. Das heißt, du benutzt jetzt erstmal den Schlüssel. Schließt ab. Hey, lass mich raus. Nette Idee. Marsha, ist nichts passiert. Oh, was für ein Feigling. Er stecht sie einfach und komm drüber hinweg. Schnell und einfach. Nope. Zum Aufzug. Damit? Nope. Nope. Okay. Jo, das war's mit Almost My Floor. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Haut da rein.